Wir alle warten doch auf Zelda Breath of the Wild 2. Heute versüße ich euch die Wartezeit mit meinen Rätsel-Highlights aus dem noch aktuellen Teil. Gleich nach dem Intro geht's los. Dienstag ist Jalentag. Ich mach's kurz. Heute geht es um meine drei Lieblingsrätsel aus Zelda Breath of the Wild. Erlebnisse, die ich nicht vergessen kann. Bei über 350 Spielstunden ist das ja auch kein Wunder, oder? Wir starten mit den beiden mystischen Labyrinthen. Die waren nicht nur verzwickt, düster und gefährlich, sondern auch eine echte Herausforderung. So viel fliegende Gegner können einem den Tag verderben. Mann, habe ich da verzweifelt nach dem richtigen Weg gesucht. Und das ja quasi gleich zweimal. Aber nachdem man das Rätsel der Labyrinthe gelöst hat, erwarten uns tolle Schätze. Die gewisse Schatzkammer ist besetzt von einigen fiesen Monstern. Why are you running? Why are you running? Und weiter geht's mit Urlaubsfeeling. Zumindest kam das ganz kurz bei mir auf, als ich auf die einsame Insel zugeschwebt bin. Und dann kam die bittere Wahrheit. Mir wurde eigentlich alles weggenommen. Darauf ist wohl niemand vorbereitet, oder? Die Insel ist mehr als eine Knacknuss. Denn ohne eine Strategie bekommt man das wirklich nicht hin. Noch nie habe ich mich so sehr darüber gefreut, meine Ausrüstung wieder vollständig zurückzubekommen. Ein Inselalbtraum, naja, voller Überraschungen. Tja, und zu guter Letzt gibt es da noch eine ziemlich aggressive Frau, die ihre Blumen mehr liebt als ihre Mitmenschen. Sie wacht quasi über den Schrein und sieht von weitem schon creepy aus. Kaum wollte ich mich zum Schrein schleichen, da hat sie mich auch schon übel vermöbelt. Das war eine ziemliche Überraschung. Und schon sind wir am Ende. Tausend Dank für eure Treue, bitte lasst mir einen Daumen da und natürlich sind Abos auch gern gesehen. Bis bald, euer Jalen.